Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Fallout. Wir nehmen mal die Plasmawaffe in die Hand und wir tauchen jetzt mal nach dem Seemonster. Hier irgendwo soll es rumdümpeln und dafür werde ich mir jetzt ein paar Radix gönnen, denke ich mir mal so. Was Radix? Ja, Strahlung widerstehen, genau. Und ich habe schon wieder 2 Level ab. Moment, dann kann ich doch das Jetpack jetzt bauen. Ach so, nee, ja klar, nee, das eine Level up konnte ich ja gar nicht benutzen, weil ich noch zu klein war. Wo ist jetzt mein Rad X hin? Das legen wir uns doch mal dann. Psycho-Buff, Splittergranate, Molotow-Cocktail ist unter Wasser jetzt nicht so geil, glaube ich. So, dann nehmen wir doch mal ein Rad X ein. Und geh mal. Ach echt, du sprichst wirklich Schwedisch, Hottehü? Du warst mit einer Schwedin liiert? Okay. Cool. Okay, na gut, dann ist. Meine Zuschauer überraschen mich immer wieder, muss ich sagen. Und rein da. Warum kriege ich denn 2 Rad? Ich habe doch ein Rad X genommen, oder nicht? Bilde ich mir das ein. Ja. Nee, bilde ich mir nicht ein. Ist ein bisschen unscharf hier, was? So, 35 Meter. Ich würde sagen, dann gehen wir hier erstmal hoch und reißen uns die Beine auf. An dem Metallschrott hier. Wir können da aufs Schiff gehen. 13 Meter. Moment, das ist doch gar kein Monster. Ach, das ist das U-Boot von dem Yangtze. Die Yangtze. Da gehen wir doch mal rein. Ach, das geht doch aber. Die kurze Strecke hätte ich doch wahrscheinlich auch noch in der Power-Rüstung geschafft, oder? Da ist aber nochmal schwer am Durchatmen hier. Ist in einem besseren Zustand, als ich erwartet hatte. Gott sei Dank. Du rostest du nicht? Shot, öffnen. What the fuck, wer ist das denn? Ach was. Sieht denn nur zufällig gleich aus, oder? Ich hab dich am Dock mit Junge reden und hier rausschwimmen sehen. Du bist fähig, aber keine Gefahr. Nein, kommst du in Hilfe? Frieden? Ich komme in Frieden. Und dann müsste man durchladen, während man das sagt. So die doppelläufige Schrotflinte. Hoch zur Luke ist nicht. Ach so, ach, dann würde ich auf dem Meeresgrund laufen. Wer bist du? Er beobachtet dich auch. Er denkt, du bist ein Seeungeheuer. Du bist ein Ghoul. Ach, das ist ja die intelligenteste Antwort, die man geben kann. So das offensichtliche Feststellen. Alles. Wer bist du? Zhao. Captain von chinesischer Marine. Ein chinesischer Ghoul. Ich fahre Yangtze 31. Mein Chanting. U-Boot. Mein schönes Boot. Über mich kannst du von mir aus schlecht reden. Aber nicht über meine Yangtze. Warum sollte ich über dich schlecht reden? Mit Respekt. Was machst du hier? Der Krieg ist vorbei. Lange. Und auf meiner Yangtze ist kein Bao. Nein, Schatz. Nichts zum Plündern. Geh nur mal reingucken. Mal vorbeikommen. Vor ein paar Tagen hatte ich noch einen Saufkumpan, hätte ich mitbringen können. Du bist ja 200 Jahre hier. Ich suche einen Kommunistenschwein, du hast mein Land zerstört. Stirb. Was sind denn das für bescheuerte Antworten? Oh Mann. Das ist aber auch für das amerikanische Publikum gedacht, Antwort B, oder? Sorry, wenn ich da auch in Schubladen alles denke, aber das ist ja schwierig. Ich würde nur gern wissen, wer du bist. Ich plündere nicht. Versprochen. Ein Pirat oder Raider hätte längst angegriffen. Ich akzeptiere dein Gushi als Wahrheit. Du bist gutes Xingyun für mich. Wenn du ich meinst. Ich brauche Hilfe, weißt du. Yangtze ist nicht seetauglich. Willst du das wieder flott machen? Hilfst du mir bei Reparatur? Klar.
Warum? Vertrauen ist Risiko. Aber man muss nehmen, was man kriegt. Du bist nicht wie Raider. Raider haben mein Chanting geändert. Meine Yangtze. Du bist friedlich. Scheiße. Da müsste man jetzt manchmal Google Translate mal befragen. Sekunde, ich finde mal eben, mein Chat ist verschwunden. Ich werde mir den ganz gerne eben wiederholen. So, jetzt habe ich ihn wieder. Was hast du mit dem U-Boot vor, wenn du es reparierst? Ja, das letzte Mal, als ich ein Schiff repariert hatte, ging das nicht so gut aus. Ich würde sagen, wir fragen nochmal nach. Was hast du mit dem U-Boot vor, wenn es repariert ist? Wer weiß, wo der landen will? Ich fahre nach Zhongo, zurück nach China, wo ich hingehöre. Mein Ja, zu Hause. Okay, was hast du dort vor? Das kann mir doch egal sein. So. Ich stehe dir zu Diensten. Ha! Ja! Danke, Chacha, mein Freund. Aber erstes Problem. Yangtze hat keinen Strom. Hatte das große Schiff auch nicht. Wenn wir Reaktor zum Laufen kriegen, hätten wir genug. Da ist, Dämpferspule kaputt. Schwerer Schaden. Ich brauche neue Spule. Ich habe Informationen. Geheim, aus Krieg. Dämpferspulen gibt's bei Sorgus Ironworks. Ach, schon wieder mal Sorgus Ironworks. Okay. Okay. Ich muss ihn ganz oft überreden. Gut, dann können wir uns ja mal eben ein bisschen umziehen. Wahrnehmung. Moment, die Schmalzlockenbrückung. Und was haben wir denn noch? Hatte ich nicht noch irgendetwas mit Charisma? Das habe ich zu Hause gelassen, ne? Das war ein Rüstungsteil, ne? Ja, aber dann nehmen wir die Sonnenbrille halt so. Weil wir es können. Sprechen wir mal mit ihm nochmal. Was springt für mich raus? Was springt für mich raus? Geld. Chen-Chen. Amerikanisches Geld von früher. Ist noch viel Ela hat gerade geschrieben, ich muss ihn sehr oft überreden muss. Dass ich ihn sehr oft überreden muss. Ist das etwa alles? Na, ein paar, wir haben mal noch einen Skillpunkt zu vergeben, ne? Zack. Kann ich schaden. Ist das etwa alles? Reichtum ist wie Dung. Er ist nur nützlich, wenn er verteilt wird. Ich habe auch ein paar Kronkorken. Neues Geld für dein neues, verbranntes Amerika. Sie gehören dir. Ich brauche mehr als das. Das geht doch nie durch. Das kriege ich doch nicht hin. Ich glaube nicht, dass ich das... Also so gut sind meine Überredungskünste jetzt auch nicht, ne? Da brauche ich schon Glück. Ich brauche mehr als das. Ich dachte, wir könnten fair handeln, du und ich. Aber du bist nur ein Söldner. Guyong Bing. Hilf mir oder lass es. Du kriegst nichts von Sao. So, das war das Ende. Ela, ich kann es nochmal versuchen zu laden, aber... Also das jetzt mehr als zweimal machen, will ich auch schwierig finden. Ich brauche mehr als das. Ich dachte, wir könnten handeln. Du. Falls das überhaupt noch was ändert, es kann sein, dass das jetzt gar nichts mehr daran ändert. Ich brauche mehr als das. Du zwingst mich zu endgültiger Entscheidung. Traurige Entscheidung. Vielleicht Jihan. Mein Schwert. Scharfes, einzigartiges Gen. Schwert von chinesischem Offizier. Gehört dir, wenn du mir hilfst. Okay. Was ist mit dem Kernbrennstoff? Fragen wir da mal. Ich habe eine Idee. Aber erst Dämpferspule. Alkohol gibt Charisma. Okay. Ich brauche mehr als das? Wieso jetzt schon wieder? Ich brauche mehr als das. Ich brauche mehr als das. Du zwingst mich zu... Ach so, okay, das ist alles klar. Endgültige Entscheidung. Jetzt wiederholt sich der Dialog. Mein Schwert. So, okay. Aye, aye, Captain. Aye, aye, Captain. Ich besorg sie für dich. Ich bin nicht dein Captain. Nenn mich nur Sao. Geh los. Besorg Dämpferspule.
Ich repariere Brückensteuerung. Viel, Gongsuo. Passt. Dann reparier du mal. Und wir gehen mal eben raus. Ich kann auch von hier draußen wahrscheinlich nicht schnell teleportieren. Besorgt die Dämpfungsspule, auf Karte zeigen. Ja, das dachte ich mir. Saurus Iron Works. Wieder sehr tragisch. Ich weiß, dass ich jetzt kein Rad X habe. Aber ich will mich ja gleich aus dem Wasser teleportieren. Das müsste ja wohl funktionieren. Wollen wir hoffen. Gucken wir mal. Wenn du nicht auf einen grünen Tarnschaf bist. Das geht aber echt schnell mit. Das geht aber echt schnell mit den Rats hier. Was? Ein Stück für. Was? Vielleicht mache ich mal ein Stück für Valkyrie heute so als Untermalung von einem Subnautica-Zusammenschnitt. Was habe ich verpasst? Du machst Musik? Pandoron? Jetzt gehörst du mir, Würstchen. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Erstmal Rüstung anlegen. Ich komme hier ja, wir waren hier schon mal, ne? Ich habe dir ja nicht die besten Erfahrungen gemacht hier, ne? So sieht das ja aus. Machen wir uns nichts vor, das wissen wir ja alle. Haben wir ja auch alles an, was ich anhaben will? Ja. Aber diesmal habe ich bessere Knarren. Von daher. Ich tue der Welt hier einen Gefallen. Wie weit wirft der denn? Ist ja krass. Oh, hat mich ganz schön erwischt. Verdammt. Ich glaube, es ist was gebrochen. Ich habe das schon 100 Mal gemacht. Glaubst du, bei dir wird's anders laufen? Nein. Aber du bist weg. Und bleib mir mit dem Feuer weg. Geh mir nicht auf den Senkel hier. Wo sind sie denn? Da. Das sind wieder meine Lieblingsgegner hier, ey. Ei, ja, ganz unschön. Oh, Leute. Diese scheiß Flammenwerfer. Die habe ich die gehasst, ey. So, es ist jetzt. Ist immer noch nicht gut hier. Okay, wir nehmen den Brennstoff mit. Einen verlängerten Flammenwerfer haben wir hier. Wir haben ja noch Flammenwerfer zu Hause. Ich könnte höchstens. Wobei, macht ja auch keinen Sinn. Nick hier einzugeben. Obwohl. Nee. Die sind ja eh immun dagegen. So, aber immerhin haben wir hier selber jetzt wieder Flammenwerfer. Munition, das ist gut. So, dann müssen wir hier einmal rein. Hier stehen auch noch mehr Jungs, oder nicht? Sind nur die respawned? Superhammer? Ach, verzeih ich mir den Superhammer. Also, ganz ehrlich, ich nehme ja sowieso keine Nahkampfwaffen. Also deshalb, das Schwert, ich meine, ist bestimmt ein cooles Schwert, was ich da jetzt auch kriege, aber benutzen werde ich es ja wahrscheinlich eh nicht. Insofern, der zweite hat einen Superhammer. Nimm den mal. Kann ich machen, aber
Ich kann ihn mal kurz aufnehmen, aber benutzen werde ich den wahrscheinlich eh nicht, weil ne, Nahkampfwaffe und so. Mal gucken, ob ich die Jungs jetzt wiederfinde hier. Zwar weiter hinten, ne? Ne, so weit war es nicht weg. Wahrscheinlich finde ich sie jetzt gerade gar nicht wieder. Ah, doch, hier. Da ist eine und da muss er das sein hier. Ne, geschmiedeter. Hier lag noch was und... Flammenwerfer, Gammel-Outfit. Ich finde den dritten jetzt gerade nicht wieder. Den hatte ich noch gar nicht, okay. Nee, also der wird da wahrscheinlich auch liegen, aber ich habe jetzt eigentlich keine, ich habe jetzt keine, nicht so die Riesenmotivation, jetzt die nächsten 5-6 Minuten noch eine Waffe zu suchen, die ich wahrscheinlich eh nicht benutzen würde. Ich muss zwingend rein, ne? Glaube ich. Um die Sachen zu finden. Das ist ein bisschen schade. Ich habe keinen Bock, da jetzt reinzugehen. Aber gut. Ich habe ja schon coole Nahkampfwaffen. Und ich, so wie ich mich kenne, suche ich da jetzt wirklich 10 Minuten dran. So. Okay, das ist in der Tat hier ein Problem, weil hier kommen auch nochmal welche mit Flammenwerfern an. Wir wissen, dass hier mehr Leute waren. Oder die waren schon alle draußen jetzt. Nee, 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 waren sie nicht. Scheiße, du versteckst dich vor mir, du bist tot. Hartnäckig, das muss ich... Gerade als ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Alles klar. Okay. Irgendwas Nützliches? Boah, geht so. Ich finde es halt manchmal ein bisschen schwierig, dass überall Respawn ist, wenn man wieder reingeht. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon praktisch, wenn man Munition sammeln will. Aber es ist halt unpraktisch, wenn man sagt, ich gehe einmal kurz rein und hole mir den Krams raus. Ne? Wie viele Quests habe ich denn aktiv hier? Eigentlich doch nur die eine. Finde ich die drin oder... Mal gucken, wo ich die hier finde. Du bist sowas von tot! Was wäre denn wo denn da? Komm her, Geschmiedeter. Zeig dich. Und tschüss. Ei, das war eklig. Die Dämpferspule ist beim Hochofen oben. Ja, okay, dann kann ich mir den Weg ersparen hier. Zum Hochofen komme ich doch auch von außen rein, oder? Da gab es doch einen separaten Weg. Ach, dann steht der Boss da nochmal wieder. Wahrscheinlich, ne? Der wird da auch nochmal stehen. Weil ich wollte jetzt das Ganze nicht unbedingt looten. Also wenn, dann möchte ich ja ganz gerne auf Questreihe gehen. Diamond Space, schönen guten Abend. Ach, das nehmen wir hier noch mit. Brahminfleisch können wir auch mitnehmen. Hallo, an dem Terminal waren wir doch schon mal dran. Dann gehen wir hier mal... Ich überlege gerade, wie komme ich denn da nochmal hin? Bin ich hier von außen dran gekommen oder bin ich hier nicht von außen dran gekommen? Oder musste ich innen hoch? Musste ich, ach nee, es ging nicht von draußen. Ich muss hier lang. Ich muss hier durch.
Okay, alles klar. Ja. Du, was? Musst den Weg von außen gehen? Was? Musst den Weg gehen, von außen kannst du nicht rein. Alles klar, ja. Ja gut, dann machen wir das doch mal eben schnell. So schlimm kann es ja nicht werden hier. Entsperren benötigt Terminal. Ihr wollt mich verarschen, oder? Ich weiß gar nicht, wie ich die durch die da durch muss. Mal, wir können es dann mal eben aufmachen. Das eins. Da ist ein zweites. Da ist ein drittes. Dann haben wir hier noch eins. Mindestens. Hier ist auch noch eins. Und jetzt will ich gucken, was passiert. Gibt es noch ein? Ich weiß, dass da nur noch ein Passwort ist, aber ich möchte wissen, ob er das dann automatisch öffnet, wenn ich den letzten auch... Ich glaube, so viele Klammern gibt es gar nicht, ne? Generell, das haben die von vornherein... Doch, da ist noch einer. Ach, guck mal, den kann ich nicht mehr nehmen, weil nur noch eins da ist. Da setzen sie dann... Ja. Ein gewisses Grundmaß an Intelligenz noch voraus, dass man das erkennt und dann sagt, das eine kann ich ja nehmen. Aus wie beim letzten Mal, als ich hier eine Inspektion bekam. Okay, da war eine Falle. Die hat mir aber nichts getan. Auch interessant. Den nehmen wir mit. Ja. Super Kleber. Na, super Kleber. Noch einer hier? Wir sind da bestimmt noch mehr. Hi, Nick. Da draußen ist wer. Ja, ist ja gut. Reg dich nicht auf. Ah, da kommen sie auch schon. Na, komm noch mal zu mir. Na, komm doch zu mir rein. Ist nicht mein erstes Feuergefecht, du Penner. So? So, der nächste bitte. Ja, komm her, auf mit deinen Molotow-Cocktails. Dein Zeug ist den ganzen Aufwand hoffentlich wert. Jungs. Schluss mit lustig. Arsch, ey. Ich glaub's einfach nicht. Ich glaube, die haben auch unendlich viel davon, ne? Wo bist du denn nur hin? Alles in Ordnung? Ja, ja. Ich glaube, ich muss hier oben entlang. Und da hinten dann rechts oder so. Aber ich weiß das hier auch noch. Sag mir bitte, dass wir hier drin nichts finden müssen. Typen waren. Da muss ich hin. Alles klar. Dann speichern wir mal. Und ja, so leid mir das jetzt tut. Aber die 23 Minuten sind auch schon wieder um. Ist wirklich so. Kein Scherz. So, dann gehen wir dann in der nächsten Folge rein und dann ist wahrscheinlich wieder der Boss. Obwohl, das wäre jetzt schräg, wenn der Boss wieder drin wäre mit dem Typen, den ich eigentlich schon mal gerettet habe. Da bin ich mal gespannt. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dann. Tschüss.